Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier in meinem Telefon zu einer neuen Folge von My Forbidden Romance. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch viel, viel Spaß mit der zweiten Folge des heutigen Tages. Solltet ihr also jetzt durch Zufall auf dieses Video geklickt haben und ihr überhaupt keine Ahnung haben, worum es hier geht und vor allen Dingen auch die letzte Folge noch nicht gesehen haben, weil ich heute zwei Folgen, was ich gerade schon sagte, hier online schicke, dann macht doch dieses Video aus und guckt gerne das erste. Da muss ich aber ein bisschen sagen, ich habe, glaube ich, am Anfang ein wenig zu viel rumklabbert. Aber vielleicht mögt ihr das ja, klickt euch rein, wenn ihr mögt. Und ansonsten für all diejenigen anderen lege ich jetzt gleich ohne irgendwelche Erklärung, was das letzte Mal passiert ist. Denn das war ja vorhin, jetzt mit der Handlung fort. Wir befinden uns nämlich im Labor, wollte ich sagen, im Büro von unserem Chef. Und der ist gerade in einem Gespräch mit einer Kollegin namens Mika, der er sehr nahe kommt, weil er ja so eine Leidenschaft für Frauen hat. Seine Hand ganz leger auf ihre Schulter gelegt. Warum stört mich das? Er ist ein Playboy und wir sind ja nicht zusammen. Shane liebt es zu flirten. Ich weiß. Er hat hier fast alle Frauen durch. Wie reagiere ich? Oh Leute, das ist so eklig. Es ist so eklig. Ja, dich auch? Natürlich. Oh, ist das eklig. Überleg mal, du bist in so einem Betrieb, wo dein Chef wirklich alle Weiber flachlegt, die da arbeiten. Und im Prinzip, weißt du ja, die hat mit dem geschlafen, die hat mit dem geschlafen. Das ist ja alleine im Kopfkino schon übertrieben krank. Überleg mal, du arbeitest mit deiner Kollegin und weißt genau, dein Chef kennt eigentlich jedes Geschlechtsorgan von jeder. Und wenn du selber dann deinen Chef küsst, küsst du ja eigentlich auch jede deiner Kolleginnen. Natürlich. Er ist so heiß. Schön für dich. Ich gehe wieder zu meinem Schreibtisch. Die Sekretärin hat meine Wut wohl bemerkt. Und um uns abzureagieren, gehen wir gleich ins Fitnesscenter, wo nämlich Boy Nummer 2 wartet, mit dem wir auch ein Date hatten. Als ich im Fitnessstudio ankomme, steht ein Krankenwagen mit Sirene vor der Tür. Was ist denn nur passiert? Hoffentlich kein Opa mit Herzinfarkt. Da kommt die Sanitäter mit einer Trage heraus. Eine Frau in meinem Alter krümmt sich darauf vor Schmerz. Ihr Arm ist in einer Schlinge. Drinnen angekommen, suche ich nach Elias. Warum er auch immer so dasteht. Er ist im Büro, sichtlich aufgebracht. Dörte, du hast es schon gesehen, oder? Nein, ich bin gerade erst gekommen. Eine der Gewichte hat die Schulter der Frau platt gemacht. Dabei lasse ich sie regelmäßig warten. Das ist schrecklich. Wie konnte sowas nur passieren? Unfälle passieren nun mal. Aber es ist meine Schuld. Ich sollte ins Krankenhaus. Nicht doch. Setz dich erstmal, beruhige dich. Ich bringe ihm einen Energy Drink. Was zu beruhigen bestimmt richtig gut ist. Im Übrigen auch nicht gut, wenn du Sport treibst, Energy Drinks zu trinken. So, das auch nur mal, by the way. Hier, und jetzt ruhig ein- und ausatmen. Ich setze mich zu ihm und nehme ihn an der Hand. Das war alles nur ein dummer Unfall. Deine Versicherung kümmert sich um alles. Da wird er langsam ruhiger. Danke. Ich bin froh, dass du hier bist. Dörte, du bist was Besonderes. Wie reagiere ich? Oh, ja, Tür zuschließen und küssen. Eieieiei, wir können ja jetzt nicht jeden flach nageln hier. Das geht ja nicht, das geht ja nicht. Vor allem auch nicht in so einer Situation. Also machen wir es mal halbwegs realistisch. Warum sage ich halbwegs? Weil ich meine, so ein Männerdurchsatz ist ja schon fernab von Realität. Also, wir machen das hier. Ich lächle ihn an. Das wird schon. Danke, Dörte. Du bist wirklich gut im Krisenmanagement. Freut mich, dass ich dir helfen konnte. Als ich gehe, hält er mich am Handgelenk zurück. Warum? Darf ich dich zum Essen einladen? Gerne.
Oh, der nächste. Alter, es geht hier ein Date nach dem anderen. Ist ja wie bei Bachelor, oder? Ist ja wie bei Bachelor. Ja, oder wie bei der Bachelorette. 1000 Männer und eine Frau. Oh, Leute, aber das ist schon wieder laut. Da machen wir leiser. Gerne. Das wird jetzt, glaube ich, so ein Money Gag. Freut mich, dass du dich für einen Kaffee entschieden hast. Die Nacht ist viel zu jung. Also es ist... nach dem Essen geht Kaffee trinken. Ihr kennt das Codewort. Ich setze mich draußen auf seinen Balkon. Es ist angenehm kühl. Die Lichter der Stadt erstrecken sich vor meinem Auge. Er kommt mit 2 Tassen Kaffee und einem Schal zurück, den er mir dann um die Schultern legt. Er selbst setzt sich dann neben mich aufs Sofa. Heute war eine der besten Nächte meines Lebens. Danke, ich hatte auch viel Spaß. Er küsst mich. Oh, naja. Er sieht so ein bisschen aus, als würde er schlafen, oder? Seine Einfühlsamkeit überrascht mich jedes Mal wieder. Er zieht mich zu sich und wickelt uns beide in den Schal. Fängt an, meinen Körper zu streicheln. Fährt über meine Hüften, meinen Po, die Oberschenkel. Wow, ich bin ganz erregt. Was war das für eine Geste? Ja, Entschuldigung. Also, ich bin jetzt ganz erregt. Das fühlt sich so gut an. Er flüstert mir ins Ohr. Ich mag dich. Wie reagiere ich? Freut mich. Das ist die beste Antwort. Aber ich glaube, ich weiß tatsächlich nicht, wie wir antworten sollen. Aber irgendwie müssen wir ihn ja mögen, sonst wären wir jetzt nicht bei ihm. Ich dich auch. Er küsst mich erneut, viel leidenschaftlicher als zuvor. Diese Antwort macht mich sehr glücklich. Och Mann, und der Arme macht sich jetzt Hoffnung. Überleg dir mal, der macht sich Hoffnung. Unsere Scheidung ist noch nicht durch. Dann haben wir den Mario, mit dem wir wahrscheinlich auch gelegentlich mal wieder schlafen werden. Unseren Chef, mit dem wir vielleicht auch irgendwann mal schlafen werden. Wir sind echt eine Bitch. Mann, das geht so nicht. Die armen Männer. Ich fühle mich echt irgendwie dreckig. Ich lasse mich auf seine Seite fallen. Er ist so sexy. Und so ein guter Küsser. Wir küssen und kuscheln eine Weile. Ich möchte die Dinge nicht zu weit gehen lassen. Sonst wird das Liebesleben noch viel komplizierter. Ich sollte gehen. Okay, ich bringe dich. Die Nacht zaubert mir immer noch ein Grinsen aufs Gesicht. Ich mag Elias wohl mehr als gedacht. So lieb und nett und süß. Tagträumend steige ich aus dem Wagen. Als plötzlich jemand vor mir steht. Ja? Mit schwarzer Maske im Gesicht. Das ist bestimmt der Ehemann, Leute. Packt mich von hinten und hält mir ein Messer an den Hals. Ein Dieb? Perverser? Oh Gott! Die Stimme wirkt verzerrt. Halte dich von Mario fern oder du wirst es bereuen. Das kalte Metall streift meinen Hals. Doch, da ist er auch schon so schnell verschwunden, wie er gekommen ist. Sofort laufe ich ins Apartment. Wer war das? Ich bin ratlos. Und Kapitel zu Ende, Leute. What the fuck is happening? Ist die Frage, war das Rakesh, unser Ehemann? Weil verzerrte Stimme, da würde ich doch eigentlich fast... Aber überleg mal, was haben wir denn für einen kranken Ehemann, wenn er das war? Oder hat er jemanden engagiert? Aber eigentlich, also wenn es unser Ehemann gewesen ist, müssten wir den ja irgendwie von der Statur erkennen. Aber es geht wahrscheinlich so schnell. Aber das Ding ist, wir sind doch gerade erst aus dem Auto ausgestiegen. Hat der andere da nichts bemerkt? Ich weiß es nicht. Aber wir werden jetzt sofort ins nächste Kapitel fortfahren. Ich bin gespannt. Panisch renne ich ins Apartment. Wer war das? Wollte er mich wirklich umbringen? Das Messer war echt, definitiv. Camille, Camille!
Sie kommt sich die Augen reibend aus dem Schlafzimmer. Bertha, was ist denn los? Ich bin gerade überfallen worden, draußen vor der Tür. Sie umarmt mich. Geht's dir gut? Ja, aber ich habe Angst. Schon gut, du bist in Sicherheit. Was ist denn passiert? Jemand mit Maske hat mich mit einem Messer bedroht und gesagt, ich soll mich von Mario fernhalten. Also jemand, der dich kennt. Wie war die Stimme? Manipuliert. Total verzerrt. Ich weiß nicht mal, ob es ein Mann oder eine Frau war. Wir müssen sofort die Polizei rufen. Wie reagiere ich? Gute Idee. Na, unbedingt. Also bei sowas überlegen. Hallo, da gibt's nichts zu überlegen. Bullen rufen und fertig ist. Die können sich diesen Typen schnappen. Aber was, wenn Rakesh davon erfährt? Er könnte es gegen mich verwenden. Bei der Scheidung. Darüber kannst du dir später noch Gedanken machen. Erstmal muss sich die Polizei diesen Freak schnappen. Sie wählt sofort die 110. Bestimmt hat Rakesh die Finger im Spiel. Was? Im Ernst? Ja, wer weiß denn sonst noch, dass du mit Mario was hast? Und letzte Nacht ist er doch schon total ausgeflippt und auf ihn losgegangen. Vielleicht hast du recht. Rakesh ist wirklich gewalttätig. Kenne ich ihn gar nicht. Ich meine, würde er wirklich so weit gehen und mein Leben bedrohen? Liebe kann einen Priester zum Monster werden lassen. Glaub mir. Mag sein. Ich bin eine Stunde zu spät in der Arbeit. Jetzt kann ich selber erstmal runterkommen. Leute, was für eine Szene. So, wir sind auch noch zu spät bei der Arbeit. Aber unser Chef steht ja auf uns. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er uns das verzeiht. Ich hoffe einfach. Die Polizei ist erst um 1 Uhr nachts verschwunden und danach konnte ich kein Auge mehr zutun. Macht mir doch mehr Angst als gedacht. Ich stelle die Tasche ab und setze mich. Ein großer brauner Umschlag liegt auf dem Tisch. Gar nichts draufgeschrieben. Ist bestimmt vom Chef. Ich öffne ihn neugierig. Was? Ist das? Fotos von mir und Shane, wie wir uns auf der Yacht küssen. Kann ja theoretisch eigentlich nur einer gemacht haben, der Kapitän. Was soll das? Da fällt eine Notiz heraus. Wie die Scheidung verläuft, wenn ein Mann diese Fotos in die Hände bekommt, Zahlungsanweisungen folgen. Das ist bestimmt, Leute, das ist bestimmt irgendeine Bitch aus dem Betrieb, die auf den Shane steht und die den liebt und die mehr von ihm will, die eifersüchtig auf uns ist, die uns jetzt versucht zu erpressen. Oder das sind einfach irgendwelche geldgeilen Weiber, die versuchen, aus dieser Art und Weise noch ein Geschäft draus machen. Überleg mal, wenn die das vielleicht mit jeder neu machen. Kann ja sonst niemand anders sein. Ach du Scheiße. Wer hat das? Das? Ich blicke mich um. Wer würde mich erpressen? Hat das was mit gestern Nacht zu tun? Wer steckt dahinter? Jeder könnte es sein. Ich inspiziere eine Kollegin nach der anderen. Diane meinte, Shane hätte schon mit fast allen. Wen hat er nicht gehabt, ist die Frage. Ob eine aus Eifersucht? Das ist alles zu viel auf einmal. Ich habe wirklich Angst. Heute gehe ich zu Hannah zum Abendessen. Freut mich, hier zu sein. Vor allem nach dem ganzen Chaos. Hier fühle ich mich wenigstens sicher. Nach dem Essen trinken wir Tee im Wohnzimmer. Heather ist schon im Bett. Ich muss dir was sagen, aber bitte flipp nicht gleich aus. Kann ich nicht versprechen. Ich hab jetzt schon Angst. Jemand hat mich gestern Nacht vor Camilles Wohnung abgefangen und bedroht. Was? Fehlt dir was? Nein, nichts. Bitte nicht ausflippen. Das ganze Chaos ist schon groß genug. Okay, okay. Was ist denn passiert? Er hat mir ein Messer an die Kehle gehalten und gesagt, ich soll einen Mario nicht mehr treffen. Wer war das? Ich weiß nicht, er war ja maskiert. Hast du die Polizei verständigt?
Ja. Kümmel meint, Rakesh hat die Finger tief drin. Nicht doch. Wie reagiere ich? Wieso? Ich weiß nicht, ob dieser Lyman, der ja der Ehemann von der Hannah ist, ob der näher mit Rakesh befreundet ist oder ob er vielleicht mehr weiß. Ich kenne ihn einfach. Man kennt nie jemanden ganz genau. Das solltest du wissen. Und wer könnte es sonst sein? Keine Ahnung. Aber ich bin mir sicher, es ist nicht Rakesh. Auf wessen Seite stehst du hier eigentlich? Ich kenne ihn und er würde nicht so weit gehen. Ach, aber mit anderen ins Bett steigen ist normal. Männer machen Fehler. Fehler? Er war den Abend mit einer anderen Frau unterwegs. Nicht die erste. Ich bin mir sicher, er ist nicht der, für den wir ihn halten. Er führt ein Doppelleben. Was er wohl noch versteckt? Du übertreibst. Männer sind einfach schwanzgesteuert. Und das erklärt jetzt alles? Ja, wie jetzt werden einige Männer sagen, oh, er das ausspricht. Ja. Wir Frauen sind auch Vagina gesteuert, aber wir legen uns trotzdem nicht bei jedem Mann, der uns entgegenkommt, irgendwie breitbeinig hin. Verstehst du? Bei uns, klar, wenn wir einen Männerarsch sehen oder wenn in der U-Bahn, weißt du, in der U-Bahn, wenn die U-Bahn voll ist und ich habe einen Sitzplatz und vor mir steht ein Typ, dann gucke ich auch vermehrt auf den Ausschnitt und auf den Schritt und male mir aus, was dann runter für ein Penis ist. Wir Frauen sind genauso, nur wir lassen das nicht so raushängen. Da werden jetzt viele Männer sagen, aha, erzähle mir mehr. Im Endeffekt sind wir Frauen so. Und wenn wir Frauen unter uns sind, also in der Frauengruppe, das können wir jetzt vermutlich ganz viele Mädels unter uns bestätigen und werden jetzt nicken und sagen, ja, aber plapper das doch nicht aus. Aber Leute, Männer, ihr müsst einfach mal irgendwie stilles Mäuschen bei so einer Mädelsrunde drehen. Ihr glaubt gar nicht, was wir da für Themen haben. Ich glaube, bei uns geht's da, ohne dass es jetzt, das soll jetzt nicht überheblich arrogant und irgendwas klingen, aber ich glaube einfach so aus den Erzählungen von Männern aus Männerrunden und im Vergleich von Frauenrunden heraus, dass es bei uns doch ziemlich häufig um Sexpenis und sehr viel Sexuelles geht. Und ich habe den Eindruck, dass Männer untereinander in einer Männergruppe, korrigiert mich, wenn das so ist, aber eher gar nicht so über Details sprechen, weil, ja, das hat wieder etwas mit der Biologie zu tun, weil Männer ja ein sehr, sehr stolzes Wesen sind und wir sind ja alle von unseren natürlichen Instinkten sehr getriggert, Männer wie auch Frauen. Und, ja, weiß ich nicht, das kratzt doch teilweise auch sehr an männlicher Ehre, glaube ich. Es kann sein, dass ich jetzt sehr viel Scheiße erzähle, dann korrigiert mich an dieser Stelle, aber ich glaube einfach, dass das nicht so extrem thematisiert wird, wie es bei uns Mädels der Fall ist. Was wollte ich sagen? Achso, vom Schwanz gesteuerten. Ja, ich finde einfach, wenn man in einer Beziehung, in einer Partnerschaft ist, man kann ja schwanzgesteuert sein und man kann auch Vagina gesteuert sein und man kann auch gerne mehrere Partner haben. Aber dann möge man das doch bitte auch im Vorfeld mit dem Partner klar ausmachen und besprechen, ob man eine offene Beziehung führt, also sprich, jeder darf irgendwie mehrere Partner haben, oder ob es für die Frau okay ist, wenn der Mann mehrere Partner hat. Aber das, was unser Ehemann ja gemacht hat, ist ja ein Betrug. Er hat es ja heimlich gemacht. Und ich finde, so ein Hintergehen, das ist einfach eine Lüge. Und Lüge, da sind wir uns alle einig, denke ich. Das macht man nicht. Das ist etwas Respektloses. Das zeigt mir einfach, dass ja irgendwo eine gewisse Respektlosigkeit vorliegt und das, das macht man einfach nicht. Und das ist jetzt keine Erklärung, wenn man denkt, wir sind eh schon gestört, das ist halt passiert, ich bin jetzt hier reingerutscht. Sind wir uns auch alle einig, man rutscht nicht einfach mit einem Penis irgendwie in die Vagina hinein. Das passiert nicht einfach so. Da musst du dich A, entkleiden und B, auch selbst dann, wenn du entkleidet bist und der Mann erregt ist und die Vagina voluminös vor Erregung aufgeplatzt ist, geht es auch nicht so einfach mal eben reingeflutscht. Der muss ja schon ein bisschen mehr an aktiver Anstrengung aufbringen, damit das Ganze ein wenig mehr hineinflutscht. So.
Ich hoffe, dieses Video wird mir jetzt nicht gesperrt. So, also, ihr seid verheiratet. Ja, eben, sie sind verheiratet. Und dann finde ich... Was? Du solltest zurückziehen. Befürwortet ihr gerade das, was der Rakesh gemacht hat? Ist ja strange. Es nochmal versuchen. Ich traue meinen Ohren nicht. Das wird niemals passieren. Warum nicht? Rakesh kann dich beschützen. Ich kann sehr gut selbst auf mich aufpassen. Jetzt habe ich eine Idee. Das war inszeniert. Vielleicht mit dem Leimen zusammen. Damit der Rakesh, der dachte vielleicht, macht dir mal Angst, dann kommt die zurück zu mir, weil ich dachte, man kann sie beschützen. Ist eine Methode, aber keine gute. Ist, glaube ich, ja auch, ja, ist definitiv auch eine Straftat. Machen sich beide beschuldigt, also, ne? Du solltest dich damit abfinden, dass diese Ehe vorbei ist. Ich bin kein Teppich, auf dem er seine Füße abwischen kann. Er war es, der die Ehe respektlos in den Dreck gezogen hat. Jetzt sehe ich einfach klarer. Ich habe Jahre verschwendet, bin depressiv geworden in dieser lieblosen Ehe. Ich werde keine Sekunde mehr an ihn verschwenden. Wütend stehe ich auf und suche meine Tasche. Bis dann, Hannah. Wir telefonieren. Die Wut habe ich kaum noch unter Kontrolle. So sollte man definitiv nicht in ein Auto steigen. Unglaublich. Wieso setzt sich Leimen so für Rakesh ein? Männer, typisch! Ich kann jetzt nicht nach Hause, so wütend wie ich bin. Ich fahre ziellos umher. Bin ja gespannt, wo wir landen. Was soll ich tun? Oh, wir können Mario überraschen oder zur Bar fahren. Ich glaube, wir fahren einfach zur Bar. Vielleicht wartet der Mario ja auch dort. Oder irgendjemand anders. Mann Nummer 4 zum Beispiel. Es gibt ja, glaube ich, 4 Bäder in diesem Spiel. Wir fahren zur Bar. Komm, saufen. Ich parke das Auto und gehe in eine Bar. Das wäre, was ich persönlich dann tun würde. Vielleicht. Setze mich und bestelle einen Drink. Da kommt ein Mann auf mich zu. Als Frau alleine an der Bar hat man wohl nie seine Ruhe. Also ich wurde, glaube ich, noch nie in der Bar angequatscht. Aber ich muss dazu sagen, ja, wie oft ist man alleine in der Bar? Ich glaube, ich mache ja sehr, sehr viel alleine, aber ich glaube in so eine Bar. Nee, im Club bin ich sehr oft alleine, das stimmt. Und da lerne ich auch immer sehr, sehr viele Menschen kennen. Größtenteils mehr Touristen, weil in Berlin, wenn du da in einen Club gehst, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du wirklich Leute findest, die tatsächlich auch hier leben. Du findest meistens eher Touristen. Gut, also wir sind in der Bar und werden angequatscht vielleicht. Das ist ja jetzt Mann Nummer 4. Mann! Hi, wie geht's? Gut, danke. Darf ich dich auf einen Drink einladen? Ich habe schon bestellt. Der nächste geht auf mich. Ich habe nur diesen einen. Wer heißt du? Ich weiß noch nicht, ob ich den sympathisch finden soll. Mathilda, daran siehst du, die hat einfach gerade keinen Bock, irgendwie zu antworten oder zu reagieren. Hi, Mathilda. Mathilda. Entschuldigung, meine Stimme ist schon wieder weg. Hi, Mathilda. Ich trinke so schnell ich kann. Sowas kenne ich auch. Guck mal, da bist du in so einer Situation und kommst da nicht raus, ne? Manchmal lassen dann auch nicht locker, ne? Sorry, aber ich bin schon wieder weg. War also nur x-beliebiger Mann. Also noch nicht mal Nummer 4. Eine Weile bleibe ich so im Auto sitzen. Aber wir haben doch getrunken. Und werde wütend. Nein, ich werde mich von diesem Freak sicherlich nicht mein Leben zerstören lassen. Ich steige aus und sperre ab, als ich jemanden hinter mir höre. Oh nein! Oh. Es ist Elias. Was mir einen Stein vom Herzen nimmt. Ich falle ihm in die Arme. Aber warum ist er hier? Gott sei Dank. Ich bin vorbeigekommen, aber Camille hat gesagt, du wärst nicht da. Woher weiß der, wo wir wohnen?
Leute, ich glaube ja, am Ende würde das komplett eskalieren, weil irgendwann alle drei Männer vor unserer Wohnung stehen wollen und vielleicht entweder alle drei dann sauer sind, dann haben wir am Ende vielleicht gar keinen. Oder wir müssen uns entscheiden. Oder wir haben alle drei, aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Wollte gerade gehen. Warum bist du gekommen? Es war ein schrecklicher Tag. Was ist denn? Alles in Ordnung? Du wirkst so aufgebracht. Es war nur ein anstrengender Tag. Das ist alles. Er umarmt mich erneut. Sorry, dann unterhalten wir uns einfach morgen. Nein, wenn du extra schon hergekommen bist, schon gut. Die Frau verklagt mich. Ja, aber irgendwie logisch, wenn dir da was auf die Schulter gekommen ist. Hast du keine Versicherung? Die mit der verletzten Schulter? Ja, hat sich online wie ein Lauffeuer ausgebreitet. Einige haben ihre Mitgliedschaft bereits gekündigt. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was morgen los ist. Wenn das so weitergeht, dann kann ich nächsten Monat zusperren. Da passiert sicher nichts. Ich helfe dir. Ich komme morgen vorbei und wir überlegen uns was. Und bis dahin bleibst du ruhig. Versprochen? Du meinst, es gibt eine Lösung? Sicher. Er umarmt mich. Du bist toll. Danke. Ich küsse ihn. Ich mag dich. Deshalb helfe ich dir. Das war... sorry, falsche Stimme. Entschuldigung. Sehr... Ja, Entschuldigung. Da war ich... Ich dich auch. Als er um die Ecke verschwunden ist, gehe ich zur Eingangstür. Nächster Tag, Leute. Auf meinem Schreibtisch liegt erneut ein brauner Umschlag. Nicht schon wieder. Ich öffne ihn. Noch mehr Fotos von mir und Shane, diesmal expliziter. Auf dem Strand, in der Bucht, halbnackt vor dem Lagerfeuer liegend. Und die Notiz sagt, 10.000 in bar. Aber ich meine, auch Erpressung ist eine Straftat. Was soll das? Das muss ich sofort Shane sagen. Ich eile zu seinem Büro. Können wir uns kurz unterhalten? Er schließt die Tür ab. Was ist denn los? Ich werde erpresst. Mit diesen Worten zeige ich ihm die Fotos. Er überfliegt sie kurz. Ist das alles? Die Summe? Oder was jetzt? Zahlst du die jetzt für uns, oder? Nein, gestern auch. Ich soll zahlen. Oder die Fotos gehen an meinen Mann. Wegen der Scheidung. Wer würde dir sowas antun wollen? Ist doch logisch. Ach, ich werde wütend. Na, eine von deinen Frauen! Das glaube ich nicht. Sie wissen alle, dass ich es nicht ernst meine. Eine schon und ich werde dafür jetzt angeschwärzt. Wieso bist du wütend auf mich? Weil du das Leben einfach so lala siehst. Liebe trägt Verantwortung mit sich. Liebe verletzt niemanden. Oh doch, manchmal schon. Er setzt sich. Ich bleibe wütend stehen. Ist es nicht eher dein Problem, dass du eifersüchtig bist, weil ich so viele Frauen hatte? Ist das ein arrogantes Arschloch? Überleg mal, was ist das für eine arschige Antwort? Hey, ich bin hier nicht an all diesem Schlamassel schuld. Er kommt auf mich zu und küsst mich? Du musst nicht eifersüchtig sein. Seit ich dich kenne, habe ich mich irgendwie verändert. Ja, nee, ist klar, Junge. Wir haben dich bekehrt, dass du jetzt nur uns als Einzige willst. Ach, erzähl doch nicht. Pimperst dir die ganze Gesellschaft da einmal durch. Und wir sind jetzt die eine Ware? Ach, erzähl doch nicht. Du bist was Besonderes. Ich mag dich. Ich will nur dich. Weshalb ich keine anderen Frauen mehr treffe. Glaube ich ihm? Nein! Das kann nicht wahr sein. Warum? Na, du, Shane, sprichst hier. Menschen ändern sich. Ja, aber so schnell?
Verurteilt mich nicht. Natürlich ändern sich Menschen. Aber ist es einfach... Ach, es klingt so nach Märchen. Es klingt so unfassbar unwahrscheinlich. Wenn du einen Typen hast, der plötzlich alles nagelt, was ihm in den Betrieb kommt... Auch eine schöne Satzkonstellation. Wenn du einen Typen hast, der einfach alles nagelt, was ihm in den Betrieb kommt und dann sich spontan ändert, weil wir sind und weil wir da sind und weil wir die einzige echte Ware sind. Leute, das ist ein Märchen. Ach, erzähl doch nicht. Wenn er uns einen Heiratsantrag macht, dann glaube ich ihm vielleicht. Aber das wissen wir ja dann ja auch nicht. Ob er es ernst meint. Nicht so. Ich muss gehen, es gibt noch zu viel zu tun. Da weckt mich mein Handy. Bring. Ohne auf den Anrufer zu achten, gehe ich ran. Ich bin noch im Halbschlaf. Ja. Ich rufe im Auftrag von Mario an. Mario? Ja. Er ist im Krankenhaus und lässt etwas ausrichten. Ich richte mich auf. Mein Herz rast. Krankenhaus? Ist was passiert? Ja, es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen. Was ist passiert? Er hatte einen Unfall und möchte Sie sehen. Was ist nur passiert? Ich stürme los. Oh, das Kapitel ist zu Ende, meine Lieben. Was ist denn da passiert? Was da passiert ist, das werden wir in der nächsten Folge und auch erst das nächste Mal herausfinden. Ach, krass. Da ist bestimmt derjenige, der ihn derjenige, der uns vielleicht überfallen hat. Oder Ex-Mann Rakesh. Ich wette mit dir, Ex-Mann Rakesh war das vielleicht. Da bin ich ja sehr gespannt. Aber wir werden herausfinden, was da passiert ist. Das nächste Mal, in der nächsten Folge. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr zum einen mit der heutigen oder den heutigen zwei Folgen viel Spaß hattet. Und wenn ihr einfach das nächste Mal hier wieder dabei seid, meine Lieben. Ich würde mich sehr freuen und wünsche euch jetzt einfach noch einen schönen restlichen Tag, Abend. Ich weiß noch nicht, wann ich die Folge hochladen werde. Wahrscheinlich erst ein bisschen später. Genießt das. Seid ein bisschen dirty. In diesem Zusammenhang auch vielleicht ein bisschen mehr dirty. Genießt das und bis zum nächsten Mal. Tschüss.